Mit dem Sommer neigt sich langsam aber sicher auch die Festivalsaison am Ende zu. Ein paar Highlights stehen aber noch an, so zum Beispiel das Summer Days Festival in Arbon. Ausgerechnet dem droht eine kalte Dusche. Dominik Zulian. Der Sommer sagt langsam ade. Vor dem grossen Abschied gibt Arbon aber nochmal Vollgas. Die Vorbereitungen für das Summer Days Festival laufen auf Hochtouren. Musikanlage, Feststände, alles muss stimmen. Auch das Jahr werden wieder gut 12'000 Gäste erwartet. Und auch einen Tag vor dem Festival gibt es noch einiges zu tun. Wir sind eigentlich noch am Fischjustieren gemacht. Also die einzelnen Foodstände tun sich innen dran noch alle, alles fertigstellen. Wir tun unsere Cashless-Infrastruktur, wird noch überall eingerichtet. Und denen sind wir eigentlich schon bald bereit. Trotzdem, das Wetter könnte den Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung machen. Ausgerechnet Summer Days droht ins Wasser zu fallen. Und das nach so vielen Sommertagen. Wenn es mal ein bisschen Regen gibt, sind wir uns da in der Ostschweiz gewöhnt. Und da gehört ja auch ein bisschen dazu. Und da das Arbon am See ist ja dann nicht so schlimm. Obwohl, viel Grund für Optimismus gibt es nicht. Die Prognose sagt morgen Gewitter bei 21 Grad und am Samstag Regen bei einer frostigeren 18 Grad. Die Veranstalter wollen kein Risiko eingehen und haben darum Massnahmen getroffen, um sich auch vor einem heftigen Gewitter zu schützen. Ja, also wir haben wie alle Jahre natürlich die Bodenplatte gelegt für Fußwege. Und wir werden, wenn es sehr stark geregnet kommt, wieder den Bühnenbereich mit einem Fliess abdecken. Und was wir noch gemacht haben, jetzt kurzfristig zusätzliche Sitzplätze gemacht, gedeckte Sitzplätze, wir haben noch ein weiteres Zelt aufgestellt, wo wir noch ganz kurzfristig gebucht haben. Immerhin gibt es ja auch noch die Chance, dass die Meteorologen sich täuschen und Summer Days doch sonnig und trocken bleibt. Damit sind wir am Schluss der News. Spannend bleibt es aber auch im weiteren Verlauf von 60 Minuten, Natascha. Wir gehen an den Tatort. Ja, Escape Rooms sind ein Zeitchen der Renner gewesen. Jetzt gibt es ein neues Spiel, und zwar das Crime Scene Game, wo man von außen einen spannenden Fall löst. Das Einzige, was man braucht, ist ein Smartphone und ein bisschen Freude am Rätsel lösen. Unsere Reporterin Vanessa Krubbelt ist das Frauenfeld auf die Suche nach einem Mörder. Und genau da ist der Thierry Legrand ermordet worden. So, ich muss jetzt einmal die Spuren sichern und die Strichcodes aufnehmen. So, wir haben jetzt alle Spuren zusammen und es hat noch mal ein paar mehr Verdächtige gegeben, die Mörder sein könnten. Wie sie sich als FBI-Agentin schlägt, sehen sie gerade nach der Wetteraussichten. Und nach dem Wetter und der Mördersuche geht der Vorhang auf für unseren heutigen Gast, den Beat Breu. Als Ex-Radprofi hat er Geschichte geschrieben. Vor allem der Sieg auf der Königsetappe von der Tour de France 1982 auf der Alpe d'Huez hat ihn zu einer Legende gemacht. 36 Jahre später arbeitet er als Bistrochef im Zirkus Royal. Redet mit ihm unter anderem auch über die Beziehung, die er zum Zirkuschef Peter Gasser hatte, der gestern überraschend verstorben ist. Ja, und dann gehen wir auf Vaduz zu der Firma Huber Uhren und Schmuck, die dieses Jahr ihren 90. Geburtstag feiert. TVO durfte ins Uhrenatelier vorbeischauen. Das ist unsere Themen in den nächsten 3/4 Stunde. Es lohnt sich, dran zu bleiben.